meine lieben YouTube-Freunde. Heute präsentiere ich euch die Waage. Am 23. September 2016 wechselt das Tierkreiszeichen, also das Sternzeichen, von der Jungfrau in die Waage. Die im Sternzeichen Waage Geborene sind friedfertige Menschen. Sie sehnen sich nach Harmonie und Freude. Ihr Element ist die Luft und die Venus lenkt sie durchs Leben. Erzengel Uriel steht der Waage stets zur Seite. Die Waagefrau liebt gute Umgangsformen und gute Kleidung, aber auch feinen Schund. Vom Luxus ist sie nicht abgeneigt. Sie hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und Stilbewusstsein. Streitigkeiten geht sie aus dem Weg und tritt eher als Schiedsrichterin auf. Liebe Waagefrau, in der Liebe kannst du dich aufgrund deines Charmes nicht vor Verehrern retten. So mancher Verehrer hat keine Chance, da du sehr anspruchsvoll bist. Eine harmonische und erfüllte Partnerschaft ist dein größtes Glück. Bei deiner Partnerwahl schaust du nach Gemeinsamkeiten, denn im gemeinsamen Leben wünschst du dir glückliche und friedvolle Stunden. Dramen und Disharmonie sind bei dir nicht willkommen. Darunter leidest du sehr. Du bist nicht leidenschaftlich, liebst aber Raffinesse. Um dir näher zu kommen, muss man dich umwerben. Im Beruflichen bist du ehrgeizig und strebsam. Diplomatisch verteidigst du Gerechtigkeit, Recht und Ordnung. Stets bist du um ein harmonisches Arbeitsklima bestrebt. Das schafft dir große Sympathie am Arbeitsplatz. Für die Selbstständigkeit bist du sehr gut geeignet. Gesundheitsbetreffend solltest du auf deine Blase und deine Nieren achten und ausreichend Flüssigkeit zu dir nehmen. Ja, man kann sagen, Kummer geht dir an die Nieren. Im täglichen Leben möchtest du absolut nicht gehetzt werden. Dich zur Eile zu ermahnen, ist nicht ratsam, da du gereizt und missmutig darauf reagierst. Und das schlägt dir auf den Magen. So, liebe Waagefrau, das war die Waagefrau. Erkennst du oder erkennt die eine oder andere sich darin wieder? Wäre schön. Morgen werdet ihr erfahren, wie es um den Waagemann bestellt ist. Das ist auch wieder spannend. Hört es euch an. Also, bis morgen, eure Deria.